Am 15. Oktober 2022 war Blaulichttag im PS-Depot LKW und Bus und das Hechmecke Studio präsentiert einen kurzen Überblick des Schautages. Bereits um 8.30 Uhr hatten sich die ersten Blaulichter in der Otto-Hahn-Straße 3 bis 5 eingefunden. Das THW aus Einbeck sowie die Johanniter bezogen ihre angewiesenen Plätze und bauten ihre Zelte auf. Die Ehrenaktiven vom Depot hatten schon am Freitag einige Blaulicht-Oldtimer im Vorgarten schön in Szene geparkt. Noch herrschte Ruhe in der Ausstellung. Nur einige Blaulichtfahrzeuge wurden nach längerer Standzeit zum Laufen gebracht und der ein oder andere Bolide noch nach draußen gefahren. Auch die Bundeswehr hatte einige ihrer Blaulichter, die Feldjäger, zum Schautag bereitgestellt. Für die zahlreichen Fotografen und Filmer versprach dieser Tag farbenfrohe Bilder. Bernd Künzel hatte den Opel-Kapitän Krankewagen zum Laufen gebracht und diesen auch auf dem Vorplatz eingereiht. Das ist Dreigang. Drei Gänge? Dreigang, Lenkradschalter halt, ne? Ja, ja. Wie das damals 60er Jahre Standard war. Weißt du, was für ein Baujahr hier? Ich glaube 61. Ding ist in Norwegen als Krankenwagen gelaufen. Es war so 10.30 Uhr und viele Besucher hatten den Weg ins PS-Depot gefunden und bestaunten das vielfältige Angebot. Die Polizei, dein Freund und Helfer aus Niedersachsen, war auch mit einem Infostand vertreten und präsentierte sich. Auch der Zoll war vor Ort und ergänzte den Aktionstag der Hilfsorganisationen. Als besonderer Höhepunkt des Blaulichttages sollte gegen 13 Uhr ein Verkehrsunfall und die dadurch entstandene Notlage zweier Personen nachgestellt und eine Unfallrettung mit allen beteiligten Hilfsorganisationen vorgeführt werden. Jetzt stellt sich erst einmal das THW von Einbeck vor und wird mit einigen Vorführungen das Leistungsspektrum präsentieren. Ja, ich bin Maximilian Radke, ich bin Beauftragter für Öffentlichkeitsarbeit beim THW in Einbeck, bin nebenbei noch Fachberater THW. Und wir sind hier heute beim PS-Speicher, beim Blaulichttag dabei und haben unseren Gerätekraftwagen dabei, wie er hier neben mir steht, haben unsere Fachgruppe Schwere Bergung dabei, unsere Fachgruppe Notversorgung und Notinstandsetzung und präsentieren so ein bisschen das Leistungsspektrum vom THW Einbeck, was wir so haben. Mit den Kompetenzen im Campbaubereich, im Schwerebergungsbereich, mit Arbeit mit Betonkettensägen und stellen unter anderem auch unsere Fahrzeuge, wie hier den Gerätekraftwagen eben schon erwähnt, aus. Das Besondere bei so einem Gerätekraftwagen im THW, wie er jetzt hier neben mir steht,
ist, dass der deutschlandweit einheitlich geregelt ist. Aber der ganze gesamte Aufbau, wie er hier so zu sehen ist vom Fahrzeug, ist beim Gerätekraftwagen wie hier in Einbeck genauso aufgebaut wie der in Hamburg, in München, in Paderborn, in Berlin oder Co. Und somit kann sich jeder THW-Helfer auf dem Fahrzeug jederzeit zurechtfinden und weiß immer, wo jedes Gerät ist. Wie gesagt, das Auto sieht überall gleich aus. Und was so eine Besonderheit an so einem Gerätekraftwagen ist, wir haben auch eine Seilwinde verbaut mit zwei Zugrichtungen. Einmal nach vorne, da können wir mit 5 Tonnen Zugkraft ziehen. Und wir haben die Möglichkeit, nach hinten auch noch zu ziehen mit einer Umlenkrolle am Fahrzeug, sodass wir nach hinten dann mit 10 Tonnen Zugkraft ziehen können. Hier vorne zieht man, können wir 5 Tonnen mitziehen, ja. Das THW präsentiert auf diesem Stand einmal den Einsatz ihrer Maschinen. Mit dieser Betonsäge ist es möglich, bis zu 40 cm dicke Wände zu durchtrennen. Es war kurz vor 13 Uhr. Die Vorführung zur Unfallrettung mit zwei verletzten Personen begann. Zwei speziell ausgebildete Unfallmimen wurden themengerecht geschminkt in die Fahrzeuge verbracht und gaben ihr Bestes. Alle Besucher dieser Veranstaltung versammelten sich rund um den Unfallort und verfolgten das gekonnte Zusammenspiel aller Hilfsorganisationen. Erleben auch wir jetzt in kurzen Ausschnitten diese Personenrettung. Medizinische Maßnahmen zu ergreifen, um einfach ein Bild der Lage zu haben, und danach wird dann auch eine Lagemeldung an die Leitstelle abgegeben, damit auch wieder ein Informationsfluss entsteht. Einmal bitte auf meinen Hand gucken, hallo! Einmal bitte weiter nach vorne gucken. Und Sie sehen es schon, ein kleiner Unfall mit sehr, sehr vielen Fahrzeugen plötzlich und sehr, sehr vielen Personen, die helfen wollen. Jeder natürlich in seinem Bereich, ganz klar. Der Rettungsdienst kümmert sich jetzt hier sozusagen um die medizinische Versorgung und die Feuerwehr kümmert sich jetzt letztendlich darum, die Lage zu stabilisieren und dann die Personen zu befreien. Ein zweiter RTW nachgefordert und auch die Polizei kommt jetzt an die Einsatzstelle. Wir haben das versucht, zeitlich so zu packen, wie es auch real ist, wobei die Zeitabstände jetzt hier natürlich etwas unterschiedlich sein könnte.
So, bei dem Renault Twingo sieht man es ganz gut. Der Rettungsdienst ist direkt am Patienten dran, der sogenannte innere Retter. Der innere Retter hat letztendlich den Auftrag, die einen Patienten schon in Rettung jetzt hier zu begleiten, den Patienten auch immer über sämtliche Maßnahmen, die durchgeführt werden, zu informieren. Ja, Betreuung, ein ganz wichtiges Thema. Wir haben ja den Verdacht eines Marihuana-Fundes. Des Weiteren haben wir ein weiteres Päckchen, das verpackt ist. Wir können natürlich immer nicht sicher sein, das kann genauso gut Kräutertee sein. Wie es bei dem liegenden Auto auch schon passiert ist. Dabei wird darauf geachtet, dass der Patient sich möglichst wenig bewegt, dass keine Bewegung in der Wirbelsäule ist und dass bestehende Verletzungen nicht noch verschlimmert werden. Denn es ist immer sehr wichtig, die Patienten sind maximal im Stress und brauchen auf jeden Fall auch psychische Betreuung, denn sowas passiert auch nicht alle Tage. Am Rücken hin lang geschoben und er wird nach oben aus dem Auto befreit. Stellen Sie sich bitte immer oder versetzen Sie sich bitte immer in die Situation, Sie würden da in dem Auto sitzen, ob Ihnen das so recht wäre, wenn andere filmen und das für Sie sozusagen ins Internet stellen. Also machen Sie bitte einen großen Bogen, stehen Sie nicht den Einsatzkräften im Weg. Thank you.